BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Einen schönen guten Abend alle miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz und begrüße natürlich beide Trainer, Armin Fee für die Frankfurter Eintracht und Thomas Tuchel für den BVB. Und wie es gute Sitte ist, hat der Gästetrainer das erste Wort. Bitte schön. Ja, sicher. Insgesamt der verdiente Sieg von Borussia. Keine Frage. Es hat jeder gesehen, dass sie die bessere Mannschaft waren. Wir haben versucht, defensiv gut zu stehen. Das ist uns, glaube ich, auch lange Zeit ganz gut gelungen, weil wir schon gewusst haben, dass Borussia natürlich einen richtig guten Lauf hat, auch richtig gut einläuft, vor allem in der Spitze dann, auch wenn es eng wird. Das haben wir ganz gut verteidigt, haben einen Konter gesetzt und sind 1-0 in Führung gegangen. Und das hätten wir dann länger halten müssen. Dann hätten wir vielleicht auch eine Chance gehabt, insofern, wenn Borussia vielleicht dann mal auch nervös wird, wenn es länger 1-0 steht. Das haben wir nicht geschafft. Und ganz entscheidend war natürlich dann die gelb-rote Karte mit 10 Mann gegen eine Borussia, die dann so Fußball spielt und wir momentan in einem negativen Lauf sind, waren wir dann in der zweiten Halbzeit chancenlos. Hätten wir vielleicht durch eine Einzelaktion was machen können noch, vielleicht wenn du es 3-2 machst, das hätten wir eigentlich machen müssen. Wobei hätte es auch schon anders stehen können, aber hätten wir 3-2 machen müssen, dann kann man vielleicht nur eine Standardsituation machen. Aber ansonsten haken wir das Spiel relativ schnell ab, weil wir am Samstag ein ganz wichtiges Spiel gegen Bremen haben. Darauf konzentrieren wir uns diese Woche. Ist ein wichtiges Spiel für uns. Heute hat die bessere Mannschaft gewonnen. Dankeschön. Danke, Armin Fee. Thomas, im 8. Heimspiel, der 7. Sieg in dieser Saison. Ich denke mal, das ist ein guter Start, den du hingelegt hast. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, absolut. Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden mit der Leistung, die wir gezeigt haben. Ich finde, wir haben auch eine große Wertschätzung dafür. Es war unser letztes Heimspiel hier im Signal Iduna Park. Es waren mit einer großen Frische, mit einer großen Leidenschaft, absolut auch mit einer guten Mischung aus einer echten Verbissenheit und einem Siegeswille und einer gewissen Lockerheit, Freiheit, die nötig ist, um auch unsere Kreativität, unsere Schnelligkeit dann auszuspielen, auch in engen Räumen. Das, finde ich, haben wir heute mit einer guten Mischung hinbekommen. Wir waren absolut da, obwohl man vielleicht denken könnte, wenn man nur den Spielbericht liest, dass dem nicht so war, weil wir in Rückstand gegangen sind. Aber wir hatten, glaube ich, schon nach einer Minute 3 Eckbälle, hatten schon 3 hochkarätige Chancen, bis wir mit dem ersten Torschuss in Rückstand gehen. Natürlich haben wir dann noch einen Elfmeter verschossen, haben dann nach der 44. Minute, ich glaube 45. Minute, haben wir noch aus dem Meter übers Tor geschossen. Da weißt du dann als Trainer auch, dass es auch mal Tage gibt, an denen dann sich vielleicht auch ein Gefühl einschleicht, ja, geht heute alles schief oder soll es heute gar nicht sein oder was passiert. Und deshalb bin ich auch heute sehr froh und sehr glücklich, wie die Mannschaft weitergespielt hat, dass sie wirklich komplett überzeugt geblieben ist, dass wir es geschafft haben, dann auch trotzdem Tempo drin zu behalten beim eigenen Ballbesitz, dass wir sehr giftig die Räume und sehr aggressiv Richtung 16er gespielt haben heute. Und das dann auch so lange gezwungen haben, bis es auf unserer Seite war, dieses Spiel, spätestens dann mit dem 3-1. Und aus diesem Grund fühlt sich der Sieg sehr, sehr gut an, fühlt sich auch verdient an, auch in der Höhe verdient. Ich habe, wie gesagt, große Wertschätzung dafür, wie wir das gemacht haben, wie die Mannschaft auf dem Feld stand, mit welcher Einstellung und Leistung wir das heute nochmal hinbekommen haben. Und es gibt uns Selbstvertrauen für den Mittwoch, für ein schweres Pokalspiel. Und es gibt uns natürlich Selbstvertrauen für das letzte Spiel, das es zu spielen gibt, gegen Köln. Danke, Thomas. Ein herzlicher Glückwunsch von unserer Seite geht übrigens an Ihren Kollegen Ezekiel Daray von Fox Sports. Der ist gerade nicht hier, er ist unten in der Mixzone. Er hat unser Huawei-Tippspiel gewonnen und ist damit neuer Besitzer eines Huawei Ascend Mate 7. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Es gibt möglicherweise Fragen an beide Trainer. Ich bitte um kurzes Handzeichen, sind wir schnell mit dem Mikro bei Ihnen und wir beginnen in der ersten Reihe bei Heiko Niederer, Bild-Zeitung. Herr Tuchel, Sie haben nach dem Schlusspfiff lange mit Mats Hummels gesprochen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, Heiko? Herr Tuchel, Sie haben nach dem Schlusspfiff lange mit Mats Hummels gesprochen. Worum ging es da und wie haben Sie seine Leistungen heute gesehen?
Ach, da ging es eigentlich nur darum, dass wir den Wechsel, den wir dann mit ihm gemacht haben, mit Papa eigentlich schon Jule Weigl auswechseln wollten, weil ich Mats auf die 6 stellen wollte und hatte dann aber das Gefühl, war dann froh, dass ich ihn nochmal gefragt hatte, weil er auch ein bisschen müde ausschaut und es war auch so deshalb haben wir dann Position für Position gewechselt und wir haben eigentlich nur über diese Situation gesprochen. Wir haben sehr gefragt, wie ich ihn gesehen habe, sehr, sehr stark heute, sehr präsent, so wie wir ihn auch brauchen. Wie wir ihn unbedingt brauchen in allen Bereichen des Spiels, im Aufbauspiel, aber auch in der Verteidigungshaltung, auch in der Organisation der Abstände. Gemeinsam mit Sven Bender habe ich ihn sehr, sehr stark gesehen. Und wir benötigen das auch. Ich weiß, dass Mats zwischendrin mal, dass ihn diese Kritik, auch die öffentliche Diskussion, nicht ganz kalt gelassen hat, dass er da auch mal eine Phase hatte, in der er ein bisschen das Selbstvertrauen verloren hatte, in der er überlegt hat während dem Spiel. Und natürlich, wenn du nicht im Handeln bist und dich nicht ganz frei fühlst in den Prinzipien, die wir da das natürlich brauchen, dann kostet das dann auch die Zehntelsekunde und natürlich auch um die paar Prozent am Selbstvertrauen. Deshalb bin ich sehr froh, dass er da durchgegangen ist, wie er durchgegangen ist, dass wir die Mannschaft ihm da auch bei geholfen hat, weil wir kein großes Thema draus gemacht haben, sondern dass wir es zurückgeschafft haben, da auch inhaltlich zurückgeschafft haben, so eine Top-Leistung, sich belohnt hat mit einer Torvorbereitung und einem Tor. Und wie gesagt, was mir sehr, sehr wichtig ist, mit einer sehr, sehr guten Verteidigungshaltung, mit einer Aggressivität in der Verteidigungshaltung, weil das nach wie vor die primäre Aufgabe bleibt. Richard Leipold Frank hat sich damit erledigt. Wunderbar. Gibt es weitere Fragen? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt gehen die Hände hoch, immer wenn ich das sage. Dann gehen wir noch einmal ab an Heiko Niederer, bitte. Wenn Sie jetzt auf die Tabelle gucken, wie bewerten Sie so die Teams hinter sich oder den Abstand dahinter? Mit was für einem Gefühl guckt man da auf die Tabelle? Das ist ja schon ein sehr großer Abstand. Ja, aber ich schaue auf die Tabelle, kriege ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, wie viele Punkte wir haben, wie viele Tore wir geschossen haben, wie viele Siege wir gemacht haben. Ich muss das hier ablesen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie viel die Teams hinter uns haben und das Team vor uns. Das darf keine Rolle spielen. So, das ist, es darf keine Extraportion Motivation geben für uns, wo wir noch rankommen können, wen wir hinter uns lassen, sondern wir müssen das eigene Tempo vorgeben, unser Tempo vorgeben, Haltung bewahren. Die Besten der Besten machen es uns vor in allen Bereichen, egal ob gestern eine Dokumentation geschaut über die Streif, egal ob die besten Abfahrer der Welt, egal ob die besten Slalomfahrer der Welt, egal ob besten Tennisspieler der Welt oder die besten Fußballmannschaften der Welt, brauchst du besondere Haltung, um diesen Hunger immer weiter an dir zu arbeiten, völlig unabhängig von den Umständen, unabhängig von der Tabellensituation. Dabei ist immer dran und das kannst du nur, wenn du es jeden Tag lebst und da sind wir auf diesem Weg und sind sehr zufrieden mit der Mannschaft, sind sehr glücklich, wie wir miteinander umgehen und wie die Mannschaft mit diesen Situationen umgeht. Und deshalb sind wir stolz darauf, weil wir das Gefühl haben, dass wir diese 38 Punkte uns absolut verdient haben, weil wir auch wissen, wie viel drinsteckt in so einer Heimserie, wenn wir sie so spielen wollen, wie wir sie spielen wollen und weil wir wissen, wie viel Arbeit wir dafür auch leisten und welche Haltung jeden Tag dafür nötig ist, damit wir es unseren Zuschauern so zeigen können. Und das macht mich aktuell sehr glücklich, aber es ist noch zu früh für Resümee, ne? Es ist noch nicht Winterpause. Schaue ich noch einmal in die Runde. Wir gehen zu den Ruhrnachrichten. Bitte schön, Florian Kröger. Herr Toro, können Sie was zur Verletzung von Marco Reus sagen? Ja, zum einen, dass es mich sehr traurig macht, weil Marco mit einer absoluten Frische und Freude trainiert hat, weil er total beschwerdefrei war und weil ich mir wirklich sehr sicher war, dass wir ihn auf einem tollen körperlichen Niveau in die Winterpause gesund auch bekommen, um dann in der Vorbereitung nochmal eine Schippe draufzulegen. Wir haben es überhaupt nicht kommen sehen. Er hat sich super bewegt, sehr frei gefühlt und hat großen Spaß gemacht jetzt zuletzt. Und deshalb ist das ein großer Wermutstropfen, das ist ein Adduktorenbereich bei einer Drehbewegung passiert und da Schmerzen gespürt und sofort signalisiert, dass er raus möchte.
Daniel Berg von der Westfalenpost mit der abschließenden Frage. Nur kurz anschließend, ist das die gleiche Stelle gewesen, die ihn da schon mal geplagt hat, oder? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber der Bereich ist natürlich ähnlich. Gut. Im Namen von Borussia Dortmund möchte ich mich bei allen Anhängern, bei allen Fans des Clubs, natürlich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, in Ihrem Fall für die neutrale Berichterstattung im vergangenen Jahr. Es war ein bewegtes Jahr für uns alle. Wir hoffen, Sie haben ein wunderschönes Weihnachtsfest mit Ihren Familien und kommen gut ins neue Jahr. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.